Okay Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Blood Omen Legacy of Kain. Ich weiß jetzt, wo der Weg uns lang führt, wo wir hin müssen, ja, und ich würde sagen, wir gönnen uns einfach nochmal eine geschmeidige kleine Runde Neuladen. Ich weiß, das hätte ich eigentlich schon mal vor der Folge machen können, ich faules Stück Scheiße, aber nein, wir machen das einfach in der Folge, damit ich am Anfang noch ein bisschen labern kann. Palabern. Ja, das Spiel dauert nicht mehr lange, ich werde es, wenn wir jetzt richtig lucky sind, ist das hier die letzte Folge. Aber ich denke eher nicht, ich denke eher die nächste. Aber ja, ich glaube, es ist die 42. Folge gerade, kann das sein? Wäre natürlich lustig. Weil, haha, 42, versteht ihr? Aber ist ja auch egal. So, neu geladen. Genau. Erstmal habe ich aber tatsächlich noch was anderes Interessantes rausgefunden, nämlich eine kleine Fähigkeit, die das Spiel hat, von der ich nicht so richtig, also ich habe sie irgendwie nie benutzt und die ist eigentlich übertrieben stark, nämlich diese hier. Die habe ich ja nie benutzt irgendwie. Legen wir mal dahin. Blutdusche. Genau, die Fähigkeit erlaubt uns nämlich, wobei ich nicht weiß, ob man dafür Mana braucht. Also wahrscheinlich. Ich weiß nicht so genau. Rüsten wir mal aus, mal gucken, ob wir es benutzen können. Beziehungsweise erstmal werde ich mir hier wieder. Weil ich hier gleich wieder angefallen werde, wahrscheinlich von den Wichsern hier. Machen wir es mal erstmal so. So, achso, nein, falsch. Gucken, ob es funktioniert. Nee, geht nicht. Okay, warum Mana? Na gut, ist egal. Wir kriegen ja gleich welches wahrscheinlich. Denn damit können wir einfach easy peasy alle Leute im Umfeld aussaugen. Aber ich glaube, es dauert halt ein bisschen. Also die Animation dauert halt ein bisschen. Und das ist so ein bisschen der Trick. Ach, da unten ging es lang, ne? Für die Herzen, wo ich es gerade mal sehe. So, warte mal. Ich nutze die Fähigkeit nur, wenn wirklich mehrere Leute auf dem Bildschirm sind. Kommen wir gar nicht mehr lang. Warte mal, jetzt will ich es aber irgendwie auch wissen gerade. Ich kann nicht mehr benutzen. Na gut, Moment. Ah, okay, das geht nur bei menschlichen Gegnern. Okay. Habe ich schon fast ein bisschen gedacht. Ah, oh, es hat jetzt ein bisschen wehgetan. Na egal, komm. Ach komm, dann verpisst euch doch. Das geht nur bei menschlichen Gegnern. Boah, bin voll schnell, was ist da los? Eigentlich ist es echt dumm, dass ich mich hab so treffen lassen. Aber komm, ich will jetzt hier raus. Ich will jetzt fucking hier raus. So, wir müssen nämlich... Das ist eigentlich relativ simpel. Na gut, hier ist noch alles eigentlich so, wie es sein soll. Ja, jetzt wird sich natürlich gegönnt hier, würde ich sagen. Ich meine, wir gehen mal hier hin. Was ist das denn? The Heart of Darkness. Okay, krieg ich jetzt nochmal Leben? Nee. Egal. Okay, das Problem ist, der Schutzzauber halt, entzaubert wird. Zack. Das ist das Problem. Na naja, gut, egal, komm. Uiuiui. Zack. Oh, von da hinten habe ich auch noch einen gekriegt. Geil. Das ist geil, wa? Das ist ein sauber, Jungs. Habe ich den nicht viel öfter benutzt. La 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 la. So. Warte mal. Jetzt sind wir. Ach so. War natürlich falsch, aber egal, ja. Keine Ahnung, hier komme ich irgendwie nicht mehr hin. Das ist scheiße, egal. Die kriegen das auch so irgendwie hin. Ja gut, hier bringt jetzt glaube ich nichts mehr, mein schöner Zauber. Deswegen machen wir mal hier lieber so. Aber die sind jetzt ja untot. Das funktioniert bei denen glaube ich nicht mehr. Diese ganzen Wege hier oben sind nämlich rein optional. Ja, die könnten uns am Popo vorbeigehen. Die sind scheißegal. Wir müssen einfach nur ganz simpel. Genau, jetzt sind wir ja hier. Boah, da fängt das Spiel aber auch hardcore an zu ruckeln. Boah, guck dir so an, ey. Der ist voll geil, der Zauber. Warum habe ich den nie benutzt? Ich Keckhaufen, Alter. Egal. So, wir müssen nämlich hier durch. Keep it simple. Warum habe ich den jetzt nicht mit erwischt? Was ist das denn? Oder den? Okay, dann muss ich doch nochmal ran. Oh, ja. Das gibt Energie, Freunde. So. Nämlich so, dass die Tür hier zu ist, genau. Und dann müssen wir hier halt wieder raus, einfach. Ah, schön, dass die jetzt auf einmal echt so... Oh, den neu wieder da.
Ach, schön, dass es hier jetzt auf einmal auch, Warum war der jetzt tot? Egal, warum ist hier jetzt auch mal Löcher an der Wand sind? Also irgendwie hat sich scheinbar hier schon mal rausgeboxt. Vielleicht Möbius, das ist ja der andere, den wir eigentlich gerade, der ja auch hier, den wir ja hier mit dem anderen Typen, mit William, reden gesehen haben. So rum. Ergibt es Sinn. Moment, wo bin ich jetzt? Ah ja, genau. Genau, jetzt sind wir unten durch. Genau, ist ja ein neuer Raum hier. Das ist der Witz. Aua. War das der König? Sah so aus. Sind aber trotzdem hier, glaube ich, neue Gebiete. Es ist irgendwie trotzdem alles hier ein bisschen merkwürdig. Ja, diese Möbius sind jetzt auf jeden Fall hinterher. Keine Ahnung, was der für einen Auftrag hat, um ehrlich zu sein. Geh einfach raus, denke ich. Ich zoome mal raus, damit ich eventuell noch irgendwelche Items sehe. Ich habe mir gerade so gedacht, hier liegen doch bestimmt noch irgendwo Fiolen und so ein Blödsinn rum. Okay. Dann nebulisiere ich mich mal. Von den Dingern kann ich trotzdem getroffen werden, ne? Aua. Aua. Ach, als ob. Man kann ihn nicht entkommen, was ist das denn? Aber da ist... Aua, Mana. Ist das ein Knopf? Nö. Ach, guck mal, jetzt sind wir hier. Da oben waren wir ja vorhin, ne? Haha, lustig. Ich muss aufpassen, dass ich nicht gleich hier zurückverwandelt werde. Das könnte nämlich richtig schmerzhaft werden. Also zum Glück ziehen die ja nicht so viel ab. Okay. Hab nicht mehr so viel Mana. Ich hoffe, hier gibt es ja noch was. Oder ich komme einfach direkt aus dem Raum raus. Das wäre auch schön. Oh Gott, hier unten geht es noch viel weiter. Oh oh. Wo muss ich hin? Oh Gott, bis da ganz. Ich hoffe, das Spiel ist nicht böse, weil manchmal habe ich auch das Gefühl, dass die mir hier das Mana klauen oder halt die Fähigkeit klauen, noch bevor mein Mana alle ist. Wenn ich mal zu oft getroffen werde oder so. Aber, oh, Glück gehabt, okay. Raus, irgendwie. Ah, ja, das ist jetzt doof. Das ist richtig doof. Scheiße, ich kann den nicht zaubern, ne? Scheiße, was mach ich jetzt? Ich bin doch einfach irgendwie raus. Ja, okay, ist okay. Oh, nicht so viel abgezogen bekommen, ist okay. Stress, Alter. Mach doch nicht so einen Komma Stress. Oh, Mana, schön. Ein paar Gegner, so ein paar. Genau, ihr meine ich nämlich. Ihr. Das ist voll die gute Fähigkeit, die habe ich voll unterschätzt, Mann. Aua. Der sackt mich noch getroffen. Was haben wir hier noch? Achso, da geht's raus, ne? Ist auch noch was? Na, das ist ein Knopf, ne? Also müssen wir da wahrscheinlich auch hin. Aua. Ach, come on, Alter. So. Das ist voll die geile Fähigkeit. Warum habe ich die nie ausprobiert, die Haufen? Hasse mich gerade so ein bisschen dafür. Aber was soll's. Na gut, du bist mir jetzt egal. Wobei, nee, bist du nicht. Dich gönne ich mir auch noch. Oh, jetzt kriege ich mal Damage. Mehr Damage, als ich wahrscheinlich geheilt kriege. Ja, gar nichts. Ist wieder runtergegangen. Ich weiß, mit Zeit passiert das, aber what the fuck? Na egal. Hey, mir geht's immer noch voll gut, ja. Obwohl, ich habe einen Dings verloren, ne? Einen Apfel. Mann! Wenn ich mich immer von denen nochmal treffen lasse. So richtig dumm einfach. So, sind wir jetzt endlich mal raus hier. Jetzt mal raus hier. Ah. Okay. Okay, das ist geil. Oh, wir kriegen nochmal richtig viele Äpfel. Geilo! Okay. Und ein Speicherpunkt. Oh, geil. Okay, sind wir wohl fertig. Kommt jetzt der nächste Boss? Ich weiß es nicht. Überspeichern wir den hier. Jetzt habe ich ja wieder. Moment, jetzt dürfte ich ja 11 Herzen haben, richtig? Der Dunkelheit? Richtig?
gezählt. Ich habe ja einen noch verloren nach dem Kampf und so, ne? Guck mal, ob ich richtig gezählt habe, ob ich dumm war. Ne, ich glaube, ich habe einen verwendet noch, ne? 10 habe ich, glaube ich. Oder? Ich glaube, ich habe 10. Ich habe 11. Geil! Okay. Sogar Full Mana. Geil. Und plötzlich fand ich mich in Nosgoth wieder, das ich kannte. Von der Schlacht war nichts mehr zu sehen. Allerdings war etwas nicht in Ordnung. Aus der Ferne hörte ich Schreie, und der aus dem Süden kommende Wind brachte einen leichten Geruch von Vampirblut mit sich. Aha, verstehe ich nicht. Okay. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Ja, komm einfach unten raus jetzt. Nicht lange drüber nachdenken. Einfach raus, nicht mich hier von den. Na, wobei, warte mal, war nicht hier oben irgendwie eine Höhle mal eigentlich? Da links kann man raus, ne? Oh, da muss ich ja, da muss ich ja jetzt doch einmal hin, leider. Da ist mein Entdeckerdrang dann doch ein bisschen zu hoch gerade. Bei irgendwo gab es ja meine Höhle. Da würde ich eigentlich nochmal gerne rein irgendwie. Ich habe es ja so ein bisschen als Rückweg, sag ich mal, interpretiert, dass man da vielleicht irgendwann mal rauskommt. Oh. Was ist das denn? Warte mal, da komme ich aber gar nicht hin, ne? Ich bin. Bö. Unendlicher Todeswald. Ach komm. Ups. Das wollte ich gar nicht. Oh. Ja gut, wenn ich schon töte, dann gucke ich vielleicht doch mal hier kurz hin. Vielleicht ist hier oben einfach irgendein Item ganz plebbig. Das ist ja wirklich. Oh. Ah, okay, ist so eine Höhle. Ups. Ach komm. Ist echt so ein Screen Clearer, ne? Ist schon. Kann schon was. Einfach weg hier. Aber schöne Musik. Ach ja. Oh. Da unten will ich vielleicht noch hin. Scheiße. Es gibt auch so viel zu erkunden. Aber irgendwie sieht das hier anders aus, oder? Sah letztes Mal auch schon so aus. Kann mich nicht dran erinnern. Aber wer bin ich schon? Mein Erinnerungsvermögen ist halt auch nicht vorhanden quasi. Einfach raus aus dem Bildschirm. Und jedes Mal sich einen Ladescreen gönnen. Hoppala. Sind wieder im Dorf. Da gab es auch einen Speicherpunkt am Anfang, ne? Geil. Hat aber gar nicht so viel gegeben. Ich bin echt manchmal ein bisschen enttäuscht. Der will mir auf den Sack gehen, aber kriegt er nicht hin. Schade aber auch. Die Statue. Ist das Es so eine scheint Lache? der absolute Wahnsinn. Ich tötete ihren verehrten König Wilhelm und das Volk verspürte danach auf einmal einen Durst nach Vampirblut. Was auch immer. Ich war nie in diesem Haus drin, deswegen gehe ich jetzt hier rein. Hier ist gar nichts, Alter. Danke. Schalalala. Gab's hier nicht eigentlich einen Speicherpunkt? Nochmal, so. Frag von Freund, so ganz am Anfang des Gebäudes? Oder war das noch? Also war wahrscheinlich noch ein Screen weiter unten, ne? Gab ja noch welche. Aua! Schöne Reichweite, der hat. Ah, sind das hier irgendwie Aufständige oder so? Und das sind einfach Bürger, die sich jetzt hier auflehnen gegen, weiß ich nicht, den sowieso schon toten William, wie auch immer. Verstehe ich sowieso nicht so ganz. Wir haben ihn in der Vergangenheit getötet, deswegen war der ja eigentlich nie da. Die letzten 50 Jahre. Ich weiß es nicht. Das ist alles sehr merkwürdig. Zeitparadox und so, ne? Man kennt es, man kennt es. Ja, komm, dann einfach hier durch. Scheiß drauf. Ich weiß halt nicht mal, wo wir eigentlich genau hin müssen.
Aber ich folge mal ich nenne es mal Gesprächen. War hier der Speicherpunkt? Ich glaube, ne? Ja, nehme ich mit. Immer. Immer speichern, Freunde. Immer speichern. Klick, 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 klick. Ach ja. Hihi, ich bin froh, wirklich. Also, es klingt fies dem Spiel gegenüber, aber ich bin echt ein bisschen froh, wenn wir hiermit durch sind, weil das halt so ein Spiel war. Es war halt nicht scheiße, um Gottes Willen. Ich fand das Spiel nicht scheiße. Aber es war halt auch manchmal echt ein bisschen anstrengend, so, ne? War halt nicht ganz so leicht. Das war sexy. Heilige Dreifaltigkeit des Blutes gerade. Aber es war schon mitunter echt ein bisschen anstrengend, ne? Und deswegen einfach froh, demnächst mal wieder was Cooles spielen zu können. Als ich weiter umherging, wurden die Schreie und das Rufen lauter und klarer. Im Süden fand eine Art Versammlung statt. Jeder Schrei brachte einen Geruch nach Blut. Mhm. Also weiter Richtung Süden. Ich habe verstanden. Zap. Zappel-di-zap. Zappel-di-zap. Zap. Aber weil es kann. Einmal kann ich noch. Dann nicht mehr. Ich versuche, meinen Morden in keiner Weise zu rechtfertigen. Doch diese Vampirjäger verbergen ihre Blutgier unter dem Schein der Rechtschaffenheit. Heuchler! Sie machen sich selbst zu Recht und Richter in einem. Nun gut. Nun wollen wir sehen, wie sie mit mir als Richter fertig werden. Okay, das sind Vampirjäger. Ich verstehe, glaube ich. Das tut weh, Leute. Zack! Wirklich alle ausgesaugt. Leider kriege ich, glaube ich, nicht so viel Blut. Oh, doch. Ist okay. Alter, zum Glück habe ich diese Funktion rausgefunden. Die ist ja mal komplett geil einfach. Selten so was Geiles erlebt. Oh, noch ein Herz. Oh, ganz viele Herzen. Oh, ja. Lauf erstmal ein bisschen Blut zur Feier. Wie das Blut hier bei rumsplattert, ey. Ey, geil. Jetzt haben auch wieder richtig viele Herzen der... Ui, Finsternis. Sexy. Wo sind wir jetzt eigentlich? Ist das neu hier, oder? Das ist neu auf jeden Fall. Ach, hier auch noch welche. Boah, ich würde das gerne nochmal speichern einfach. Ach, ich drücke mal die falschen Tasten. 15 Herzen, ey. Und wie immer, boah, ich bin so geil. So. Also, ich bin geil im Sinne von, ne? Erregt und so. Oh. Oha. Okay, Vorado wurde geköpft. Scheiße. Also die wollen jetzt wirklich hier alle Vampire killen. Aber warum? Also klar, Vampir und so. Macht schon Sinn. Aber warum jetzt auf einmal so brutal? Dem es vorher eigentlich echt ganz fresh war. Der Sound ist irgendwie kaputt. Aber macht ja nichts. Das Volk wird nicht ruhen, ehe Nosgoth von deinesgleichen befreit ist. Das ist okay. Ich sauge die mal eben alle aus. Verraten. In meiner Hast habe ich das bisher übersehen. Dieses Zeichen auf seiner Stirn. Das Orakel von Nosgoth war in Wirklichkeit der Zeitgleiter Möbius. Und ich habe auf seinen Rat gehört. Wie stark hat er meine Suche beeinflusst? Willendorf? Die letzte Entscheidungsschlacht? Wilhelm der Gerechte? War dies die Falle, die er für mich erdacht hatte? Also es war wirklich das Orakel. Habe ich das richtig gesehen auf jeden Fall? Ich sollte schon die richtigen Tasten drücken.
Ich muss mir auf jeden Fall echt nochmal eine Story-Zusammenfassung angucken. Das klingt immer alles sehr interessant, aber irgendwie auch komisch. Also nicht so ganz, ich verstehe immer nicht so ganz, was hier passiert. Also nicht schlimm. Wir schicken dich zurück ins Grab, aus dem du kommst, Vampir. Oh. Ist wieder abgehauen, der Sack. Lass die mal alle abhauen hier in dem Spiel, ey. Ist schlimm. Okay, Speicherpunkt. Ich habe die Zukunft gesehen. Kein. Du bist nicht Teil davon. Are you sure about that? Aua. Ich hab hier kein Mana mehr. Warum ist das Spiel verschwunden? Machen wir es halt klassisch gerade. Aua. Du auch noch. Okay. Okay, ich denke mal, das sind jetzt immer so verschiedene Steps hier, dass ich hier quasi, ne, durch muss. Aber Leute, ich würde sagen, ich beende jetzt an der Stelle die Folge und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und das wird dann bestimmt die letzte Folge, weil ich glaube, da kommt noch ein bisschen was nach dem Kampf hier, wenn ich das so richtig einschätzen kann, aber nicht mehr so viel. Von daher, ja, nächstes Mal vielleicht das große Finale. Also, ne, bis dahin. Tschüss!